Enrique Mendoza ist ein erfolgreicher Unternehmer und Besitzer einer Supermarktkette. Seine Liebe zum Wein veranlasste ihn 1989, sein eigenes Weingut zu gründen. Heute wird das Weingut von seinen beiden Söhnen geleitet. Die Santa Rosa Reserva ist die Spitzencuvée des Hauses und gleichzeitig eine Hommage an Dona Rosa, die Mutter von Enrique. Diese barrique-reifte Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz kommt von den ältesten Reben der familieneigenen Rebflächen. Im Glas haben wir ein Schwarzrubin. Da war dann ein üppiges und süßliches Bouquet mit Aromen von Dopflaumen, Kirschen, Cassis, rauchigen Noten, Bitterschokolade, Vanille, Pfeffer, etwas Minze und Teer, ledrige Noten und Zedernholz. Am Gaumen hat der Wein viel Druck, er ist konzentriert, viel dunkle reife Früchte, er ist würzig mineralisch, hat weiche Gerbstoffe, er ist vielschichtig und hat einen sehr langen Nachhall von Kokos, Kaffee und Pflaumen. Dieser Wein macht zu Bitterschokolade und zu kräftigen Schmorgerichten sehr viel Spaß. Für uns ist die Santa Rosa Reserva der Spitzenwein aus der spanischen Weinbauregion Alicante. Diese Reserva ist modern, aber ohne die spanische Seele zu verleugnen. Wir bewerten diesen Wein mit 91 von 100 Punkten bei dem Lagerpotenzial bis 2014. Das Bordeaux-Glas aus der Enoteca-Serie ist perfekt für diesen Wein geeignet.